heißt der Originalhalter. Da habe ich die Originalschraube rausgerissen, die oben am linken Ende gewesen ist, weil es einfach nicht dazwischen gepasst hat. Dann habe ich mir hier ein paar Hülsen gemacht, die schwarzen Klumpen da. Das sind Hexschrauben von meinen Modellautos, die passen genau davor. Da musste ich leider andere Schrauben von der anderen Seite dran machen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da siehst du hier nämlich, da, die Originalschrauben musste ich ersetzen durch Kreuzschrauben, weil ich sonst nicht dran gekommen wäre. Die habe ich mir alle zurechtgeschnitten auf Länge, damit der Dynamo jetzt hier irgendwo zwischen sitzt. Ja, da sitzt jetzt hier unten knapp über der Schwinge. Hier oben, wo er eigentlich hin sollte, passte er überhaupt nicht, gar keine Chance. Und hier habe ich jetzt wenigstens so die Möglichkeit, dass er jetzt vernünftig am Rad anliegt. So eine Scheiße braucht keiner. Hallo, ich bin euer Speedy. Ich habe mir ja nun ein Liegefahrrad von HP Velotechnik zugelegt, das Scorpion hier. Und habe da erstmal ein Dynamo angebaut, um da STVO-konforme Beleuchtung dran zu machen. Das habe ich jetzt soweit vorbereitet und es funktioniert. Das mit dem Dynamo war ein ganz schönes Gefummel, weil der hier so doof am Rahmen dran muss. Und die Originalaufnahme, die dafür ist, die hat das nicht zugelassen, den Dynamo irgendwo hinzubauen, wo er toll aussieht. Deswegen ist er jetzt hier unten gelandet. Da. Da ist die Halterung. Die Originale, die eigentlich für den Dynamo gedacht war. Aber das passt natürlich nicht. Ne? Gut, jetzt habe ich hier hinten die Beleuchtung dran. Tada. Am Gepäckträger, wie sich das gehört. Hier oben habe ich ja meine zusätzliche Akkubeleuchtung dran, für den Fall der Fälle, damit man auch wirklich was sieht. Dann habe ich hier vorne den Akku für die Frontbeleuchtung. Leider ist die nicht STVO. Und hier hängt jetzt gerade noch die Fischerbeleuchtung, die STVO-taugliche, die soll dann hier vorne gleich noch zusätzlich dran. Bisschen weiter nach unten, so irgendwie, ich weiß nicht genau. Aber da kümmere ich mich dann gleich drum. Ich wollte es euch mal zeigen. Gar nicht so einfach, Kamera zu halten. Und gleichzeitig. Aber man sieht es. Vorne ist doof zu sehen. Es kommt Strom an und das Licht würde gehen mit dem Dynamo. Der da dran ist. Von AXA ist der im Übrigen. Vier Anschlüsse hinten dran. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwie ein bisschen wasserdicht verstecken kann. Und hinten das Fischerrücklicht. Soll angeblich auch eine Standlichtfunktion haben. Aber wie gesagt, da komme ich dann irgendwann später zu. Okay, erstmal so viel dazu. Alles weitere dann vielleicht bei der ersten Fahrt. Ciao. So. Jetzt funktioniert es. Jetzt habe ich das endlich so angeklemmt, dass es geht. Bedauerlicherweise ist der Halter von der vorderen Lampe noch ein bisschen kurz, aber Standlicht funktioniert auch. Hinten. Naja gut, hinten funktioniert es auch. Vertraut mir da einfach. Und dann habe ich auch noch das Rücklicht dran und das andere. Ja.
Also das ist ganz normal SDVO. Das ist ein akkubetriebenes Rücklicht. Das lasse ich auch an, weil das eine gute Standlichtfunktion hat. Und man kann das irgendwie auch so einstellen, dass es... Jetzt muss ich mal gucken. Ach so, ich glaube, jetzt war das... Nee. Dann sollte es normalerweise, wenn es nicht im Betrieb ist oder nicht bewegt wird, nach einer Weile ausgehen. Und sobald das Rad wieder im Betrieb ist, vom Fokus, macht das hier keinen Fokus. Ist aber mal ganz schön matschig hier. Und wenn es dann wieder in Betrieb genommen wird, soll es eigentlich automatisch wieder angehen. Und das werde ich auf jeden Fall auch da dran lassen. Kommt jetzt noch von Bikeflex die Flagge oben dran und dann sollte ich genug Reflektoren, Beleuchtung etc. pp. Dran haben. Und geh aus, du Licht. Oder bleibst du jetzt an? Naja, ich breche das hier erstmal ab. Mal gucken, wenn es ausgeht, melde ich mich gleich nochmal. Na super, jetzt habe ich gerade ausgemacht und in dem Moment geht das Licht aus. Wenn jetzt hier aber Bewegung kommt, zack, dann ist das Licht wieder an. Und das geht dann nach, ich glaube, 2 Minuten oder so, geht das Licht dann automatisch aus. Und das lasse ich auf jeden Fall am Fahrrad dran, weil geiler geht es ja nicht, ne? Gut, dann war es das erstmal dazu. Ich würde sagen, ich werde jetzt die Tage irgendwann meine erste Proberunde mit dem Liegerad machen. Und dann mache ich da ein Video von und halte euch auf dem Laufenden. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Ich glaube, das sieht man schon ganz gut.